Was geht ab, Freunde? Ich darf euch herzlich willkommen heißen zu einem neuen Video. Wie ihr schon seht, dieses Mal, wir spielen nicht The Binding of Isaac. Nein, wir spielen League of Legends. Warum League of Legends? Ich erkläre es euch. Ich habe sehr lange kein League of Legends mehr gespielt. Und möchte das wieder ein bisschen anfangen. Ich weiß, vielleicht nicht. League of Legends ist ein Rabbit Hole. Wir kommen dann nie wieder raus. Wir werden süchtig. Ich weiß. Ich war schon mal drin. Es ist eine Weile her. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich hatte jetzt diese Folge einfach Bock, irgendwie eine Runde League of Legends zu spielen. Was spielen wir? Wir spielen Top Lane Darius. Ich habe übrigens den Godkin-Skin. Ich habe wirklich 20 Euro ausgegeben für diesen Skin. anyway, wir spielen Godkin Darius gegen Zed Twitch Jungle. Wir spielen übrigens Quickplay. Riot hat vor kurzem, so wie, also das Quickplay war damals anders. Sie haben es geändert. Das ist ganz cool, finde ich. Also es geht viel schneller ins Spiel reinzukommen. Das wollte ich jetzt eigentlich machen. Ich habe jetzt gar keinen Bock, 5 Minuten im Champion Select zu warten, 3 Minuten im Matchmaking zu warten. Und dachte mir, jetzt komm, gehen wir eine quicke Runde. Gehen wir einfach in eine schnelle Runde. Quickplay. Ich habe es noch nie ausprobiert, Quickplay. Beziehungsweise, ich glaube, wobei doch, ich habe es schon mal gespielt. Ein, zwei Mal. Nicht der Rede wert. Einzige Sache, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist nicht mal der Set an sich. Es ist echt wirklich der Twitch. Weil ich mir wirklich denke, so, der könnte uns so schnell überrennen, wenn wir einmal ein bisschen zu tief reingehen. Deswegen, und ich habe leider keinen Pink Ward dabei. Aber dadurch, dass er erst ab Level, ich glaube, 3 in der Lage ist, wirklich unsichtbar zu werden und ganken zu können, würde ich sagen, wir spielen es einfach mal ganz normal so und probieren unser Bestes. Das Matchup ist, würde ich sagen, relativ even. Also wenn der Zed es gut spielt, würde ich sagen, es ist ein faires Matchup. Aber ich möchte ihn weder über- noch unterschätzen, to be honest. Aber bis jetzt... Er stirbt weg, sehr schön, sehr schön. Erster Kill auf der Top-Lane. Er ist leider nicht so gut, aber es spielt keine Rolle. Umso mehr Anlass haben wir dazu, jetzt ein Trollbild zu machen. Ich habe nämlich echt Bock, keine normalen Sachen auf Darius zu bauen. Ich habe an sowas wie Lethality oder Crit gedacht und nicht einen ganz normalen Juggernaut-Bild, den man gewöhnlich für Darius baut. Wir probieren unser Bestes. Ich würde aber deswegen sagen, wir gehen einfach dafür, wir kaufen 2 normale Short Swords, ein Pink Ward, damit wir rechtzeitig sehen können, falls Twitch irgendwo in der Nähe kommt. Bis jetzt unsere Botlane kackt ein bisschen ra. Okay, guys, I have to carry this. 3-1, Gegner ist in Führung. We got to carry this. Sehr schön. Oh, der arme Zed, der tut mir ein bisschen leid, ich bin ehrlich mit euch. Ich glaube nicht, dass er so auf der Höhe ist. Aber es könnte mir nicht egaler sein. Umso besser für uns, ehrlich. Ich habe Bock auf eine geile, richtig spaßige Runde, wo wir so 20-0 rausgehen. Gerade mit Darius hätte ich sehr Bock drauf. Und da ist Twitch, ich hab's gewusst, ich hab's nicht gesagt. Könnten wir ihn klatschen? Er ist Level 3. Ich habe aber nur ein bisschen Schiss, dass der Set gleich kommt, deswegen porten wir einfach mal weg. Also ich würde sagen, erster komplett abgefuckter Bild, den machen wir, gehen auf Spellweaver. Ich hab Bock auf Spellweaver zu gehen. Wir hätten keinerlei Mana-Probleme mehr. Wir kriegen Crit und unser Schaden, sobald wir dieses Mythic haben, sobald wir Essence Weaver haben, geht so rapide, exponentiell in die Höhe. Ich sag's euch, Alter. Normalerweise bilde ich immer Essence Weaver als erstes, wenn ich Gangplank spiele, aber wir probieren es einfach mal. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht für Darius. Er ist aber auch dämlich. Warum benutzt er die ganze Zeit seine W? Aber wir lassen ihn ein bisschen pushen. Wir freezen die Wave ein bisschen bei uns. Wir forcen ihn einfach dazu, dass er... Dann drücke ich die D-Taste und überrenne ihn. Ich hab Bock. Ah, da ist er schon, da ist er schon. Sobald er für einen einzigen Minion gehen will und nicht seine W benutzt, wir sprinten rein. Ich hätte jetzt nur unfassbar gerne Vision auf dem Twitch, weil ich echt Schiss hat, dass der irgendwo hier rumchillt. Ich würde sagen, jetzt slow pushen wir langsam. Wir killen ihn am besten einmal. Er hat keinen Teleport mehr. Das heißt, die Wave würde in seinen Tower crashen. Ja, wir haben ihn. Sehr schön. Wir hätten nicht mal ulten müssen, aber just for the flags, just for the flags. Jeder Darius-Mate kann relaten. Aber wo zur verfickten Hölle ist der Twitch, Alter? Ich hab echt ein bisschen Schiss, deswegen gehe ich jetzt back, Alter. Aber wir stehen gut. 3-0, 200er Bounty. Gucken wir, dass der Twitch das nicht bekommt. Dann sollten wir eigentlich easy to go sein. Oder good to go. So, wir haben fast unseren Spellweaver. Ich würde sagen, wir gehen für... Ich würde fast sagen, wir gehen für Swifties. Ich hätte Bock auf Swifties. Weil das größte Problem, meiner Meinung nach, eigentlich an Darius ist, dass er wirklich gar nicht mobil ist. So, ich glaube, deswegen benutzt man auch Ghost und Flash. Also Flash sowieso, machen wir uns nichts vor, aber deswegen spielt man auch Ghost mit Darius. Darius hat natürlich gar keine Mobilität und ist relativ leicht zu ganken, vor allem wenn du ihn kiten kannst. Ist er relativ am Arsch, würde ich sagen. Okay, dann haben wir unser Bestes.
Die Botlane. Das Ding ist halt, das Spiel läuft relativ gut für mich, aber für mein Team wirklich nicht. Also 0-4 Lissandra Support. Ist das dein Ernst, Junge? Mehr hast du nicht drauf? Dein komplettes Team gibt sich bereits geschlagen. Trink dies, mein Junge. Der Hogenbuster 9000, bestehend aus Bullenheit, Testosteron, Drachenschweiß, flüssigem Feuer und meiner Geheimzutat. Wir gehen gleich für den Tower Dive. Ne, da ist. Omae wa mou shindeiru. Nani? Er stirbt weg. Ich muss da raus. Fuck it. Wir ghosten. Jetzt hab ich mir ihren Arsch. Komm her, Bitch. Your ass is mine. Woo! Okay, watch this. No one has ever done that. Egal. 800er, 500er Shutdown mit Nirm. Passt, Jungs, passt. Es wird nur noch schlimmer für sie. Ich sag's euch, es wird nur noch schlimmer. Das war so schlecht. Oh! Sehr geil, ey, wir machen so viel Schaden. Das ist so geil. Aua. Wir spielen das. Wir spielen's. Ja! Make it five! Jungs, wir haben's! Ich freu mich! Ey, wie geil! GG, Jungs! Ah! Oh Mann! Jungs! Ich sag's euch, Lethality Darius kommt, okay. Ich will nichts, ich mach uns nichts vor. Die Gegner waren ass. Aber wie schnell ging die Runde? Wie lange waren wir drin? Im Game? Vielleicht nicht mal 20 Minuten, oder?